So, herzlich willkommen zurück zu Rayman. Wir sind im letzten Level der vorletzten Welt und müssen jetzt noch die letzten Käfige holen. Und es fuckt mich einfach wieder alles ab, ja? Aber ich habe ein Versprechen gegeben, deswegen mache ich jetzt auch weiter. Boah, Alter, wie schnell das Spiel gerade war. Deswegen mache ich jetzt auch. Und wegen als Lex konnte ich wieder meinen Sprung nicht richtig timen, ey. Ich liebe es. Und ich habe keine Ahnung, wo ich einfach hin muss. Was ist hier los? Muss ich etwa die roten... Mann, wieso? Ich verstehe das einfach nicht. Warum Rayman manchmal, wenn er sich fest einfach so denkt, geht nicht. Inkompatibel. Keine Ahnung. Das ist einfach mega nervig. Ich halte mich da dann fest. Dann geht Rayman sich einfach so, nö. Nein. Du hast dich da festgehalten, habe ich nicht gesehen. Boah, was denn? Boah, das kann echt wieder nicht wahr sein, ne? Mei, oh mei. Jetzt! Alter, das meine ich! Das ist so nervig! Wie kann denn das sein? Das wäre mir sich manchmal etwas denken, oh nö! Ich spring jetzt wieder ab! Das ist so dumm einfach nur, ne? Das ist so so diese kleinen Feinheiten, die das Spiel einfach so unerträglich machen. Ich werde wieder sterben, ne? So, jetzt bitte. Höp! Dankeschön. Alter 5. Wir haben gerade mal 3 Käfige hier. Ich einfach 2 Parts brauche, um einfach einmal durch dieses blöde Level irgendwie durchzukommen. Das kann doch echt nicht. Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Ach, ich kann die Dinger natürlich auch abballern. Ich bin so kacke, ne? Ich hasse dich. Mann. Alter, war schon wieder. Oh, Alter, das kann nicht wahr sein. Und diese behinderten Lags kann ich mir auch meine Sprünge einfach nicht richtig timen. Da muss ich das mit einberechnen. Das kann ich nicht. Kann keiner. Wieso bist du... Wieso? Du warst auf der Plattform drauf. Wieso fällst du da wieder durch? Mann. Das ist echt mitunter... Das ist so schlimm einfach. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich komme nicht bis da oben. Alter, ich hasse dich. Ich komme nicht bis da oben hin. Das reicht die Zeit einfach schlichtweg nicht. Das ist so... Boah, das ist so komisch, ey. Komisch trifft es, glaube ich, echt am besten, ey. Mach das den hier, pass mal auf. Ui, so. Ey. Oh, jetzt hat er sich wieder nicht festgehalten. Das kann echt nicht angehen. Das ist sowas von nervig. Ich habe das Gefühl, dass gerade 50% der Tode, die ich hier habe, einfach nur darauf zurückzuführen sind, weil Rayman einfach sich denkt, so wieder abzuprallen. Oh, Mann. Habe ich gerade gespeichert? Ich weiß es nicht. Ist mir auch mittlerweile einfach egal. Ach ja, jetzt kommt nämlich hier schon der Komische, ja? Der, ja, genau. Der Käfig, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich ihn triggere. Ich muss den anscheinend irgendwie triggern. Das wäre auf jeden Fall das Naheliegendste. Kann ich ihn eigentlich kaputt machen? Oh ja, cool. Aha. Vielleicht triggert der irgendwas. Normalerweise würde man es ja hören, ne? Aber meine... Aha, ah, hier ist Minispiel. Meine Dings meint ja... Wow. Nicht... meine Soundeffekte meinen ja nicht funktionieren zu müssen. So, bitte nicht, dass ich den jetzt aus Versehen auslöse hier. Okay, Glück gehabt. Wahrscheinlich ist das Minispiel, aber ihr habt keine Lust. Zum Glück sind die nicht 100% relevant. Müsste ich nämlich auch noch alle machen. Wo das, glaube ich, das geringste Problem wäre. Mann! Oh. Muss ich gerade einfach nochmal rülpsen. Das tut mir auch ein bisschen leid, weil wie viele Augen ja rumfliegen. Was ist hier los? So, ich hoffe, dass ich den dadurch jetzt irgendwie getriggert habe. Ich will gerade nochmal gucken hier. Aha! Guck mal einer an! Da ist er nämlich. Da hat er scheinbar wirklich irgendwas davon getriggert. Weil der liegt jetzt eigentlich mitten auf dem Weg. Quasi.
Mein Gott. Ich habe seit 50 Jahren nicht mehr gespeichert, merke ich gerade mal. Aber ist egal, ich mache es nämlich trotzdem. Fick dich! So, speichern. Ich habe ein neues Leben gekriegt. Cool. So. Schön. Ach, und hier war das Leben. Ja, ich kriege über 15 Leben, ey. Hammer geil. Werde ich vielleicht beim Boss noch brauchen. Der Boss, ne? Vor dem habe ich auch schon sowas von Angst, einfach nur. Ah ja, bei Safe States. Ich kann Safe States so viel ich will. Das ist mir egal. Ihr könnt mich gerne als Noob bezeichnen, wenn ich das mache. Das ist mir egal. Boah, Alter. Ich will die Digga da haben. Es geht ums Prinzip. So, der nächste ist nämlich erst wieder im nächsten Gebiet. Dankeschön. Wow. Bam. So, durch dieses das Video weiß ich natürlich so in etwa, wie die Level hier aufgebaut sind. Boah, ich habe den Part irgendwie echt zu früh oder zu spät beendet, den letzten, ne? Naja. Weil so lange brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Naja, können wir das nächste Level schon mal ein bisschen erkunden. Ist ja eigentlich auch egal. Ach, ich brauche eh wieder 50 Jahre, um hier fertig zu werden. Mann. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen muss bei dem hier. Natürlich nicht, weil ich nicht, mir Sachen nicht aufschreiben kann. Ja genau, den letzten weiß ich noch, aber ich habe hin und wieder zurück aufgeschrieben, ja, so wie Herr der Ringe oder der Hobbit. Naja, ursprünglich sollte ja Hobbit 3 hin und wieder zurück heißen, ne? Hätte ich besser gefunden, wäre cooler gewesen. Nicht die Schlacht der fünf Heere. Für alle, die Hobbit 3 noch nicht gesehen haben, braucht ihr auch nicht. Der ist nicht cool. Ne, Hobbit 3 fand ich echt nicht, weiß ich nicht. Also, er ist immer noch gut, ne? Aber er ist echt irgendwie, weiß ich nicht. War nicht gut. War irgendwie ein bisschen CGI-Gewitter. Und irgendwie, weiß ich nicht. Er war nicht spannend. Ja, der Ring ist natürlich legendär. Ja, das war jetzt scheiße getimed. Oh mein Gott. Okay, dann laufe ich halt hier oben rüber. Ist auch in Ordnung. Na, fick dich doch. Wieso springst du manchmal nicht, ey? Mann. Bei Hin und Wieder Zurück ist ja halt der Titel von Bilbo Beutlins Buch darüber, was er dann geschrieben hat, ne? Das hätte halt voll gut gepasst. So, mal kurz speichern hier. Alter, das ist aber auch krass, ey. So, ich glaube hier ist, kommt das dann hier? Warte, ich drück mal der 5. Was ich dann machen muss. Ja, genau. Ich glaube, man kann es gar nicht schaffen, ohne da keinen Schaden zu kriegen. Das funktioniert schlichtweg nicht. Och, Mann. Wieso schreibe ich mir denn Sachen nicht auf? Wow, das war cool. Ich muss echt lernen, mir Sachen besser aufzuschreiben. Detaillierter, damit ich es auch nicht vergesse. Ich hab ja nun mal, keine Ahnung, Gedächtnis von einem Stück Scheiße. Oh, ey, das kann ich nicht machen. Die Stelle, den kann man echt nicht schaffen, ohne Schaden zu kriegen, kann das sein? Hier mal, ganz rational. Dank des Lags konnte ich wieder nicht richtig time. Dankeschön. Na gut, ich habe nichts gesagt. Boah, ich hasse dich, ey. Boah, jetzt schaffe ich echt diesen einfachen Sprung nicht mehr, ne? Das kann echt nicht wahr sein, ey. Jetzt, Alter, spring mal richtig, Junge! Bleib nicht irgendwie halb stehen in der Luft. Boah! Ist das unangenehm gerade. Ich weiß nicht, was ich machen muss und ich hasse mich gerade wieder dafür, dass ich mir das einfach nicht aufschreiben kann. Schön! Ich glaube, ich darf gleich noch einen Schnitt einbauen. Oh, ich hasse mich einfach. Kann ich mir Sachen... Nein, das ist nämlich schon zu weit. Kann ich mir Sachen nicht einfach mal aufschreiben, ey? Das kann echt nicht wahr sein. So. Ich bin scheiße. Ich bin einfach scheiße. Ganz ehrlich, ne? In der nächsten Welt, wenn ich das mache, ich werde mir einfach einen Roman aufschreiben. Ist mir egal. Ich habe keinen Bock mehr einfach... Alter. Ich hasse mich einfach selber in dieser Aufnahme so unendlich, weil ich mir einfach nicht aufschreiben kann, ja? Ich schreibe einfach hin und wieder zurück. Toll, Leon. Kannst du dir sicherlich merken.
Mein Gott, das war cool. Ich muss nämlich doch weiter. Was mach ich? Ich hasse mich einfach, weißt du? Diese Aufnahme. Entweder ist es, das Spiel ist in der Hinsicht schuld, weil Raymond komisch abprallt, oder ich bin einfach selber schuld, weil ich mir Sachen einfach nicht richtig aufschreiben kann, ne? Das ist echt der Hammer. So, ich muss jetzt nämlich wieder zurück. Pass mal auf hier, ja. Dadurch wurde jetzt irgendwo irgendwas getriggert, genau. Oh mein Gott. So, Alter 5. Okay, dann muss ich wieder bouncen. Oh mein Gott. Okay. Meinetwegen auch so. Achso, ja. Ich muss nämlich auf die andere Seite. Ja, okay. Komm hier. Zack. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ey. Leck mich am Arsch. Ich bin mir auch ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht mehr sicher. In Part 37, oder dem letzten vor der Pause, habe ich da die Space Braut hier nicht noch besiegt? Ich bin mir nämlich gar nicht ganz sicher. Muss ich das gleich noch machen oder sowas? Oder ob ich da irgendwann abgebrochen habe, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Das kann auch gut sein. Weil wir mit dieser komischen Waschmaschine da, weil die mich gecheckt haben, ne? Alles durchaus möglich. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Das wäre blöd. So, jetzt muss ich nämlich einmal hier ran ditchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich ran ditchen muss. Aber jedenfalls muss ich jetzt nochmal wieder zurück. Warten, bis die Plattform in Zeitlupe angeflogen kommt. Wir müssen nämlich hier... Oh, scheiße. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Hier. Oh Gott, das wäre auch ohne Save State so eine absolute Hölle, ne? Ich glaube, ich gucke mir echt mal im Nachhinein das Let's Play von Zugzui an. Ich will mal gucken, wie er sich geschlagen hat. Wie er den ganzen Rotz hier absolviert hat, ey. So, ich weiß halt echt nicht, ob ich wieder... Nee, hä? Ich habe doch eben extra nochmal nachgeguckt. Da ist dann so ein lila Lumm erschienen. Da sind ja keine Lumms hier, ja. Ist mir doch egal. Das ist, was ich meine. Da muss ich auch einmal... Oh mein Gott. Dahinter, das kann auch sein. Irgendwie, aha. Ja, genau. Oh, wieso habe ich da kein Safe State gesetzt? Ich bin so kacke. Ja, so ziehen wir es nämlich noch in die Länge. So kriegen wir noch die 20 Minuten voll. Das ist gut. Ich hoffe nicht, dass ich wirklich die Oma da... Was? Ich hoffe wirklich nicht, dass ich die Oma da gleich... Alter, die Tasten, ne? Habt ihr es gehört? Wie, die ist einfach gerade zweimal kleben geblieben. Leon schmeißt Flaschen um, ne? Das ist echt... Also, ne? Falls ihr mich nicht auf Twitter folgt, da habe ich es ja schon mal erzählt. Ne? Wie viele Flaschen ich umschmeiße, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Also so eine Flasche pro Woche ist mindestens drin. Weil ich einfach immer zu scheiße bin, diese scheiß Flaschen zuzumachen. Weil ich mir immer denke, ach ja, wenn ich mal zumache und mal eben schnell einen Schluck trinken will, ist ja blöd. Lass ich lieber offen. Ja, das ist die Rache dafür. Weil ich einfach so ein ungeschicktes Stück Scheiße bin, ne? Alter, man sieht es nämlich auch hier dran wieder, wie ungeschickt ich einfach nur bin. Ich kann mich nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Deswegen bin ich auch gerade so scheiße, während ich rede. Könnte das Spiel mir jetzt endlich mal diesen scheiß lila Lumm da bitte geben? Das wäre echt nett. Vielleicht muss ich auch einfach noch einen Schritt zurück. Das ist gut möglich. So, Safe State. Komm wieder her. Plattform, nimm mich mit. Ich hasse dich, oh mein Gott. Ja, diese Video. Ja, warum? Warum? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Da oben. Guckt es euch an. Hä? Jetzt auf einmal, was? Muss ich echt irgendwie den einsammeln? Ich hatte es doch fast. Musik, komm bitte zurück. Ich brauche dich. Du machst mir Mut. Auch wenn du mir eigentlich echt auf die Nerven... Alter, ey. Diese Hitboxen mitunter, ne? Das ist echt der Hammer. Bäm, so. Habt ihr das gesehen? Das war cool. In Germany we call it skill. So, genau. Da ist noch einer erschienen. Oh mein Gott. Der letzte Käfig der Welt. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Boah, und so viele
Tokens, Tongs, Tungs, nee, wie sind die nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Trinkets. Ja, die vierte Welt ist komplett, oh mein Gott. Wenn ich jetzt ein Safe State setze, ist die erst recht komplett. So, geil. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich bei diesem Let's Play rumgeschrien habe, ne? Boah, Alter, ey. So, ich muss ihn nochmal besiegen, ne? Dann habe ich das echt letztes Mal nicht geschafft. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Oh, ich hab's geschafft. Oh, Glück gehabt. Okay. Gut. Ja, dann war's das für diesen Part. Ich mach mal... Ja, komm, hier, ne? Saven erstmal. Ja, gut. Eigentlich haben wir da jetzt noch ein paar Minütchen, glaube ich. 2, 3, 4. Ich weiß es selber nicht genau. Oh mein Gott, wir haben die vierte Welt komplett. Ist das schön. Das ist schön. Es ist wirklich gut. Picture City statt der Bilder, Alter. Dann kann ich die Höhlen von Skops oder so. Ich weiß selber nicht genau. Die letzte Welt, bevor wir dann zum Boss kommen. Ich glaube, der Boss, ich bin mir sehr nicht sicher, aber der besteht nur aus einem Level, oder? Oder ist vielleicht sogar das letzte von Höhlen von Skops schon. Ich weiß selber nicht genau, weil die Cream-Welt da oben kommt halt noch, ne? Deswegen. Kristallpalast. So heißt auch eben ein Kino hier. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ich glaube, das habe ich damals auch erzählt. Ein Kino hier bei uns in Bremen heißt... War das in Bremen? Ich glaube, hieß Kristallpalast. Naja. Gut. Ich kann jetzt nicht... Komm, wir gehen mal rein. Ja, wir können doch schon mal reingucken. Ach du Scheiße. Was uns hier noch so erwartet? Ob das jetzt eigentlich das Level ist oder das, für die Dschungelmucke. Oh, ich dachte, da können wir lang. Das wird nochmal richtig schön, weil es gibt ja, glaube ich, auch ein Level. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Ich bin mir echt selber nicht mehr sicher. Wo wir dann nur so einen leichten Lichtschein um uns drum haben. Aha. Haben wir ja die Steine. Okay. Nichts. Cool. Okay, bei allem Respekt, die Musik von dem Spiel ist cool. Ja, ich mag sie. Fragezeichen? Was? Oh mein Gott! Das Schöne ist, ich muss jetzt erstmal... Vielleicht hier ist was gespawnt? Nö. Ich muss ihn nichts mehr machen. Finde ich gut. Also ich muss... Also ich kann jetzt erstmal wieder die Level durchstreifen, ohne tatsächlich mit Vorbereitung hier, ne? Groß zu arbeiten, also dass ich nicht ständig hier suchen muss, was ich eigentlich machen muss. Wenn ich jetzt rausgehe mit den 5 Leben, dann bleibt es gespeichert, oder? Wenn ich jetzt nochmal speichern kann, oder mache ich das mal eben? Haben wir die schon mal? Yeah. Ja. Aber gut. So, dann in der nächsten Session würde ich sagen, machen wir dann die letzte Welt. Ja. Die Höhlen von Skops. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir können ja erstmal so durch und dann müssen wir noch 3-mal die Dinger sammeln, die Käfige. Wird nochmal 6 Parts in Anspruch nehmen, weil wir immer 2 Parts bisher gebraucht haben. Ah, geht schon. Ich glaube, ich werde echt so 2 Parts am Tag veröffentlichen. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon der Fall. Mal gucken, wie mein Vorrat so ist, aber dann würde ich das tatsächlich machen. Gut, da haben wir 20 Minuten jetzt noch für gut vollgekriegt. Das war dann erstmal meine heutige Session. 4 Folgen. Wir waren recht produktiv, würde ich mal behaupten. Sind zwar nur 2 Welten komplett, aber ne, besser als gar nichts. Und dann haben wir das Spiel auch bald irgendwann mal durch. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf, wenn wir das durch haben. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!